Hallo meine Lieben, ich habe vor einer Weile ja mal diesen Kokosblütenzucker gekauft, hatte euch das in einem Haul-Video gezeigt und da war ein Rezept auf der Verpackung, wie man vegane Schokolade erstellen kann und ich habe euch ja gefragt, ob ihr ein Video dazu haben wollt, wie ich das mache. Und muss ich kurz erklären, das macht man halt mit Kakaobutter und ich habe auch schon oft gehört und gelesen, dass man das auch mit Kokosöl machen kann und Kokosöl ist ja wesentlich leichter zu bekommen und ist auch günstiger und deswegen habe ich mal eine Variante quasi mit Kakaobutter und einmal mit Kokosöl gemacht. Das werde ich gleich mal so ein bisschen miteinander vergleichen, auch testen dann geschmacklich, ob das was wird und so weiter. Hier fliegt ein Flusen rum. Ein Paar von Belzi. Ich bin sehr gespannt, ob das was wird. Ich leg mal los. Mal gucken, was daraus wird. Für das erste Rezept schmilze ich hier gerade 125 Gramm Kokosöl bzw. Kakaobutter. Ich hatte nicht genug Kokosöl, deswegen habe ich hier noch ein kleines bisschen Kakaobutter mit drin. In dem Rezept stand, dass es mit beidem geht. Ich habe mir gedacht, Kokosöl ist ja eigentlich viel besser, weil man da viel besser rankommt. Für Kakaobutter muss ich nämlich extra ins Reformhaus rennen und die ist auch viel teurer und Kokosöl kriegt man eigentlich überall. Deswegen wäre das ja ganz gut, wenn das mit Kokosöl gehen würde. Ich probiere das mal. Das wird jetzt geschmolzen. So, als nächstes kommt da 50 Gramm Kakaopulver hinzu. Das Ganze jetzt so lange rühren, bis keine Klümpchen mehr da sind. Optional kann man auch noch das Mark einer Vanilleschote hinzugeben. Aber das lasse ich jetzt einfach mal weg. Und 2 Esslöffel Agavendicksaft kommen noch hinzu. Das habe ich jetzt mal vom Herd genommen und werde das jetzt hier in diese Förmchen füllen. So, ich habe den Topf jetzt mal nicht sauber gemacht, weil es kommt ja eh wieder Schokolade rein. Für das zweite Rezept, das ist das, was ich von dieser Kokosblütenzuckerverpackung hatte. Wie viel Gramm sind das? 50 Gramm Kakaobutter schmilze ich jetzt. So, dann kommen 20 Gramm von diesem Kokosblütenzucker dazu. Und 20 Gramm Kakaopulver. Und dann sollen wir das einfach verrühren, dass es so eine glatte Masse ergibt. Bin ich schon mal gespannt, so bis sich der Zucker aufgelöst hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das überhaupt nicht miteinander vermischt. Es ist irgendwie so eine glibberige Masse in einer Flüssigkeit, aber es vermischt sich nicht. Ich rühre mal weiter. So, ich habe hier jetzt bestimmt 5 Minuten gerührt und das ist immer so eine glibberige Masse. Ich probiere das jetzt einfach mal in diese Förmchen zu füllen. Gucken, ob das was wird. Also von der Konsistenz gefällt mir das schon wesentlich besser als die andere Variante. Ja, das ist echt zähflüssig. Es kann ein bisschen dauern, bis ich das hier reingematscht habe. So, ich habe jetzt hier mal ein paar Sachen aus den Formen gelöst. Es wurde ja gesagt, man kann Kokosöl anstelle von Kakaobutter verwenden. Ich habe den Tipp selbst im Internet gelesen und ich muss sagen, kann ich nicht zustimmen, weil jetzt guckt euch das mal an. Das sind die mit Kakaobutter, die sind richtig schön fest, wie Schokolade. Und das sind die mit Kokosöl und die sind so richtig matschig, wie Nougat oder so. Das hat, finde ich, mit Schokolade nichts zu tun. Außerdem sind die total ölig wegen dem Kokosöl. Würde ich also doch lieber zu Kakaobutter greifen. Dann geht's. So, diese zwei Varianten habe ich jetzt gerade nochmal hier. Die eine, wie gesagt, ist ja relativ matschig geworden, aber diese andere mit der Kakaobutter, also das Rezept von der Kokosblütenpackung, das ist eigentlich ganz gut. Ich finde die Konsistenz relativ interessant. Es ist nicht so richtig wie Schokolade. Schokolade ist ja fest. Das ist ein bisschen weicher von der Konsistenz. Irgendwie so ein bisschen wie so ein Kaubonbon. So eine Mischung aus Schokolade und Kaubonbon von der Konsistenz her. Aber es schmeckt auf jeden Fall. Ich habe den Geschmack ehrlich gesagt ein bisschen anders erwartet. Es ist ja eigentlich relativ einfach herzustellen und ich hätte nicht gedacht, dass es nur mit Kakao so gut schmeckt. Es schmeckt schon relativ schokoladig. Ich finde auch gut, dass es nicht so halt bittermäßig schmeckt. Mein Problem ist ja mit veganer Schokolade, Reismilch zum Beispiel schmeckt ja auch eher so nach Zartbitterschokolade, finde ich. Und Zartbitterschokolade ist ja auch meistens vegan. Aber ich mag diesen Zartbittergeschmack einfach nicht. Ich bin halt eher so der Milchschokoladentyp und das geht. Das müsst ihr echt mal ausprobieren. Das schmeckt echt ganz gut. Dann mit dieser Kokosöl-Variante war ich ja gar nicht zufrieden. Jetzt habe ich diese Lutscher nochmal in den Kühlschrank gepackt, in der Hoffnung, dass es dann härter wird und man das dann vielleicht noch irgendwie essen kann. Das funktioniert auch einigermaßen. Ich habe jetzt hier mal so einen Lutscher, aber ihr seht, diese weißen Stellen hier, das ist dieses Kokosöl. Ich bin von dem Kokosöl nicht so begeistert, weil sich das immer oben absetzt. Das vermischt sich nicht so richtig mit der Masse. Und dann hat man halt da immer so kleine Kokosölstückchen. Das ist halt dann irgendwie so ein bisschen eklig. Und es ist immer noch total weich. Das erinnert mich von der Konsistenz echt an so Nougat-Pralinen oder so. Womit kann ich das vergleichen? Von der Konsistenz so wie Toffeefee, so weich, wisst ihr? Wenn man das in den Kühlschrank packt, dann geht es. Bei Kokosöl ist natürlich auch das Problem, es schmeckt halt nach Kokos. Also, wenn man den Geschmack nicht mag, ist es vielleicht nicht so gut. Wenn man vorhat, die Sachen nur gekühlt zu verzehren, ist das gut. Aber im Sommer zum Beispiel ist das nicht, das schmilzt euch sofort dahin. Kokosöl ist ja sehr empfindlich. Ihr müsst das auf jeden Fall dann gekühlt essen. Das ist dann eher so pralinenmäßig. Und die sind dann auch noch relativ weich. Aber wenn man das mag, kann man
Geschmack. Ich finde, diese Kokosöl-Variante schmeckt sogar noch ein bisschen neutraler. Nicht so stark schokoladig wie die andere Variante. Hat halt eher so ein bisschen was vom Kokos. Es ist echt, aber es ist echt geil. Ihr müsst es echt mal ausprobieren. Probiert es mal aus und sagt mir, wie ihr es findet. Also kann man auf jeden Fall machen. Echt? Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. So, ich hoffe, jetzt ist nicht alles verschmiert von dem ganzen Schoki. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst mal Feedback da. Ich verlinke euch hier oben gerne mal mein letztes Video. Und hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich muss mich sehr stark beherrschen, dass ich das jetzt nicht alles alleine aufesse. Ich glaube, ich muss das verschenken, sonst gehe ich hier auf wie so ein Hefekloß. Mit dem ganzen Zeug, was ich hier in letzter Zeit mache. Macht's gut. Tschüss.